Was das Börsenparkett angeht, das ist mit Fallen gepflastert. Da gibt es die Optimisten, die hoffen auf einen Schub über den Rekord hinweg und tappen nur in eine sogenannte Bullenfalle. Und es gibt die Pessimisten, die erwarten einen Schub nach unten und dann ergibt sich daraus nur eine Bärenfalle. Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Charttechniker kennen das. Und sie sind dann ja auch etwas vorsichtiger, wenn irgendein Widerstand genommen wird oder eine Unterstützung gebrochen wird. Sie warten erst einmal ab, wie sich der Markt dann richtig weiterentwickelt. Kommen wir zum DAX. Der ist ja in Richtung neuer Rekorde. Also wird das dann eine Bullenfalle? Das wird uns jetzt mit den aktuellen Chartsignalen Dr. Gregor Bauer von Dr. Bauer Consult ausführlich darstellen. Der DAX, ich hatte es schon erwähnt, ist in einer Phase, wo viele warten darauf, dass es doch eine heftige Korrektur gibt, nach einem so starken Anstieg. Muss so eine heftige Korrektur zwangsläufig kommen? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Naja, nicht zwangsläufig. Aber was wir im Moment sehen, ist tatsächlich eine Korrektur, übergeordnet eher in den letzten Tagen seitwärts. Das ist ja auch eine Sache, wenn wir überwiegend positive Nachrichten haben, dann wird es schwer für die Anleger zu verkaufen. Aber wenn die skeptisch sind, dann kauft auch niemand. Mhm. Und deshalb bleibt der DAX mehr oder weniger auf dem Niveau dann kleben. Gut, dann haben wir sowas wie eine Seitwärtskorrektur. Das gibt es auch, das ist das Harmlose. Aber wir wollen mal gucken, ob es ein bisschen heißer wird. Wir haben hier den DAX jetzt wieder ein Jahr. Und welche Marken muss man im Blick haben? Also 8.600 ist ja das, wenn alles gut läuft, das Ziel. Was wir zunächst mal sehen, ist natürlich erstmal, wir sind übergeordnet noch, also mal grob, in dieser Aufwärtsbewegung. Mhm. Was wir weiterhin sehen müssen, ist, das Kursziel jeder Bewegung nach oben sind immer die nächsten markanten Hochs. Und das ist in dem Bereich natürlich hier im Bereich dieser Hochs, 8.550. Ja. So, die Frage ist jetzt, wann laufen wir in eine Bullenfalle rein? Der aktuelle Stand des DAX oder der aktuelle Ausbruch wäre quasi hier. Ja. Und das bedeutet, wir müssen über diesen Widerstand, der liegt so im Bereich 8.400 Punkte, nach oben kommen. Stoßen dann aber direkt an das Kursziel bei 8.550. Das heißt, für Trader, diese 150 Punkte können gehandelt werden. Für Anleger empfehle ich aber dringend, warten Sie tatsächlich auf neue Höchststände. Denn die Gefahr, Stichwort Bullenfalle, wäre, wir schauen hier kurz drüber, so wie es hier passiert ist. Wenn wir uns das mal anschauen, diesen Bereich hier. Ja. Das kann natürlich hier auch nochmal passieren. Also vielleicht bei 8.500, 8.600 eher Punkte erst einsteigen, trendfolgend. Also abwarten, noch ist nichts entschieden. Ob die Falle zuschnappt, werden wir dann sehen. Aber nicht gleich bei jedem kleinen Hüpfer über die Grenzen denken, jetzt ist alles in Ordnung. Und mal gucken, was Amerika macht. Die haben ja nun auch noch neue Rekorde hingekriegt. Ja. Mit dem S&P 500, die 1700er-Marke, da sind wir jetzt dran. So, also Amerika, gleiches Bild oder tendenziell etwas besser. Es wird ja auch ganz viele von vielen Charttechnikern gesagt, dass Amerika höchst gefährdet sei. Ja, und zwar insoweit, als wir in Amerika schon neue Höchststände gesehen haben. Mhm. Das bedeutet, wir sind bereits in dem Prozess, wenn wir uns das mal anschauen, hier dieser Bereich eben, da sind wir rausgebrochen und hier die 1700er. Also hier diese Bewegung hier, die müssen wir jetzt im Auge behalten. Weil wir sind schon einen Schritt weiter als der DAX. Wir haben die neuen Hochs schon markiert. Und die Frage ist jetzt deshalb so gefährlich, laufen wir in eine Bullenfalle rein oder nicht? Und wie Sie hier sehen an der letzten kleinen Kerze, da ist schon wieder Skepsis im Markt. Ja. Wir sind also immer nur noch knapp über die 1700, aber es gibt keinen Kaufdruck nach oben. Investoren steigen jetzt verhalten ein oder gar nicht mehr. Also sowas kann sehr schnell wieder zurückfallen und dann wissen wir, es war eine Bullenfalle. Das wissen wir ja meistens immer erst nachher. Also von daher auch erhöhte Vorsicht, noch keine richtige Entscheidung. So, hier gab es ja einen nach oben Sturm beim Nickel, noch und noch.
So, und jetzt ist die Frage, naja, das alte Hoch hat er auch jetzt nicht mehr so gemacht. Also das sieht eigentlich nicht so aus, als wenn das so mit richtigem Schwung weitergeht. Ja, der Niki ist in einer ganz anderen Situation. Der Niki muss zunächst einmal die Korrektur, die ja hier aus dem Bereich um 1600 schon, 16.000 schon angefangen hat, erstmal aufarbeiten und hat einen schweren Widerstand um 15.000, 14.000, 600, 700 bis 15.000 zu durchbrechen. Nach unten ist der Nikkei zunächst einmal hier abgesichert, etwa 13.500. Und das ist diese Range, in der der Nikkei im Moment seitwärts läuft, eben so diese Seitwärtskonjunktur, die wir am Anfang angesprochen haben. Für Trader gilt das, nach oben der Ausbruch 15.000, 15.100, 200, Kurs die 16.000. Fällt der Nikkei aber unter etwa 13.800, dann wäre das ein ganz bärisches Signal. Dann würde ich alle Positionen glattstellen, denn dann wäre die Seitwärtskorrektur nach unten aufgelöst. In Richtung einer Trendwende. Mhm. Haben wir denn da bei 16.000 eine Bullenfalle gehabt? Könnte man das aus heutiger Sicht so sagen? Das war sowas, wo die Leute sagten, hey, na gut, der Nikkei war ja mal bei 38.000. Also da gibt es natürlich jeden Widerstand noch. Ja. Da ist er nach da oben. Der Bereich ist das, genau. Kurzes nach oben schießen, wieder zurückfallen. Mhm. Das kann natürlich im Bereich 15.000 auch wieder passieren. Hier ist eben die nächste kritische Zone, wie wir hier gesehen haben, kurzes drüber schießen und nach unten weg. Ja. Deshalb immer Vorsicht, ich gehe immer erst dann long, wenn ich neue Hochs sehe. Das heißt, wenn dieses Hoch hier, genau dieses Hoch, was wir hier sehen, wenn das nach oben durchboten wird. Mhm. Gucken wir mal, was sich da sonst noch getan hat. Und jetzt sind wir bei dem Euro-Dollar. Den haben wir hier als Kerzenchart, Wochencharts für ein Jahr. Und da waren wir ja vor kurzem noch so gestimmt, dass es hieß, der Euro könnte auf 1,20 runterfallen. Und dann hat er sich wieder wundersam nach oben gereckt und jetzt ist er wieder über 1,30. Also wenn ich das so sehe, über 1,33 muss er mindestens kommen, damit er wirklich einen tollen Aufwärtstrend hinlegt. Aber das sieht noch nicht so aus. Nee, wenn wir zunächst mal nach unten schauen, also ganz markant ist zunächst mal der Bereich hier. Mhm. Also diese massive Unterstützung 1,27, 50, 1,28, sowas in der Richtung. Nach oben hin, völlig richtig, im Moment pendelt der Euro-Dollar in der Marke ganz grob 1,32, 1,33. Aber damit ist der Käse noch nicht gegessen, denn wenn er nach oben ausbricht, wo stoßen wir dran? Und da müssen wir schon mal hier auf die 1,34 schauen. Das sind alles so, wie man so schön sagt, so Big Figures. Aber die eigentliche Korrektur zunächst mal in dieser Seitwärtsbewegung, die wir hier sehen, ist erst ausgestanden, wenn wir diesen Bereich hier nochmal nach oben durchbrechen. Ja. Mit Kursziel dann natürlich das Hoch 1,36, das ist keine Frage. Aber tradingorientiert wäre also dann meine Einstiegsempfehlung, durchaus versuchen hier dieses Hoch, habe ich nicht ganz getroffen, also das Hoch dieser roten Kerze zu durchbrechen, mit Richtung 1,34. Für trendfolgende Anleger aber warten Sie 1,34 ab, nach oben Kursziel dann 1,36. Und erst dann, in diesem Bereich, ist für deutliche Trendfolge der Weg nach oben frei. Alles andere ist in der Trading Range. Wenn es jetzt hier so nach unten gehen würde, was wir ja noch nicht so richtig wissen, dann hätte wäre dieses Hoch unter dem dort, und das wäre ja eigentlich, wenn es nach unten geht, eher so ein negatives Zeichen, sodass der damit er unter die 1,30 fallen könnte. Ja, ganz klar. Wir haben, wenn wir hier schon mal, hat hier angefangen, wenn wir das uns so anschauen, völlig richtig, da haben wir eine Folge fallender Hochs und hier unten die massive Unterstützung im Bereich 1,27. Wir haben also hier möglicherweise ein fallendes Dreieck als obere Umkehrformation. Mhm. Und wenn es so kommen sollte, dass wir unter die 1,32 zum Beispiel fallen, die ich mal hier als so Marke angeben möchte, dann haben wir eine Umkehr hier gesehen. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir richtig 1,30 oder dann sogar auf die Unterstützung Richtung 1,28, 1,27 fallen. Mhm. Also immer nach unten und nach oben schauen. Jetzt schauen wir mal wieder, wo schauen wir denn beim Gold hin? Das ist die Frage. Da schauen ja viele nach oben und sagen 1900. Das müssen wir mal wieder erreichen. Dann waren wir über die 1330 gehüpft und dann hieß es beim Gold, jetzt geht's los, bis auf 1400 mindestens. Und dann war es das auch nicht. Aber manche sagen, das zweite Standbein von dieser Abwärtsbewegung, genau das brauchen wir, damit der Goldpreis sich wieder groß nach oben reckt. Was tut er? Ja, dieses zweite Standbein wäre aber dann erst im Bereich um 1200, nämlich dann,
müssten wir uns mal diese Umkehrbewegung anschauen und vergleichen mit dieser Bewegung hier. Und was wir hier sehen ist, diese Bodenbildung, hier mit dieser Unterstützung, wenn wir da zurückfallen, das wäre ein sogenannter Doppelboden. Ja. Was wir im Moment bilden, ist so eine, wenn Sie so wollen, eine Korrektur nach unten, in Form einer Flagge wegen mir. Aber auf jeden Fall ist noch kein Aufwärtsimpuls zu erkennen aktuell. Das bedeutet, so um die 1300 sind wir noch im Übergeordnet in der Bewegung nach unten und ein Long einsteigen. Und das sieht man jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich. Wäre dann gegeben, wenn wir hier über diesen Bereich hinweggehen würden, also über die 1350 zum Beispiel und 1400, so der Bereich, Sie wissen, was ich meine, und dann mit Kursziel 1600. Aber im Moment ist dieses Szenario noch nicht absehbar. Ja, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst für den Anleger, Sie unterscheiden ja zwischen dem Anleger und demjenigen, der doch ein bisschen trendbewusst das Ganze angeht und der natürlich tradet. Gut, den Trader können wir außen vor lassen, der wird sich sozusagen immer kurzfristig entscheiden. Dann klingt das alles so nach Abwarten. Das heißt, es sind keine klaren Signale, dass wirklich die Osse weitergeht, aber auch noch keine klaren Signale, dass wir zumindest eine Korrektur, eine größere Korrektur bekommen. Ja, genau so ist es auch. Sie sehen, was in den letzten Monaten oder Wochen für Signale reingekommen sind. Abenomics, also japanisch mal betrachtet, die japanische Konjunktur, gute Daten gebracht, hängt sehr am Yen-Entwicklung. Draghi und Bernanke sagen, wir wollen QE3 eben erstmal weiterlaufen lassen. Alles gute Daten. Und trotzdem schaffen es die Indizes nicht, markant neue Hoch zu machen. Der S&P 500 schwächelt, wie wir eben gesehen haben. Der DAX hat es noch nicht geschafft. Und das ist immer ein großes Warnsignal, dass eben keine Käufer an den Markt kommen. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. PAT nennt man sowas. Die Bullen und die Bären kämpfen ja immer und ewig. Aber im Augenblick sind sie sozusagen fast gleich stark. Das heißt, die Märkte bewegen sich nicht. Wir werden darauf achten, wer sich durchsetzen wird. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.